So, wir sind live. ich denke, es werden wahrscheinlich tatsächlich in den nächsten 2, 3 Minuten, ich sehe es auch schon unten links, öfter mal Personen sich hinzuschalten. Deswegen kurz vorab nochmal herzlich willkommen an alle. Mein Name ist Christian Feil. Ich bin Country Manager Virtual Gym für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz. Freue mich, dass wir heute wieder zusammengekommen sind. In dem Fall einer Online-Version, allerdings dementsprechend auch mit 2 wirklich tollen Gästen. Einmal vielen Dank dementsprechend auch an Ernst Stielke vom DSSV, der uns am Ende des Webinars relativ viel Zeit eingeräumt hat, um alle rechtlichen Fragen zu klären, beziehungsweise eben alle einfach legalen Gegebenheiten. Auch ein ganz herzliches Dankeschön an Herrn Stockel, der sich Zeit genommen hat, einfach um ein bisschen aus der Industrieperspektive uns seine Informationen zu geben, wie er momentan die Krise handhabt, beziehungsweise wie er auch mit seinen Kollegen und Kolleginnen dementsprechend einfach im Alltag daran arbeiten kann. Ich möchte auch zu Anfang direkt nochmal wirklich hervorheben, es soll eine sehr interaktive Zeit sein, die wir hier miteinander verbringen. Dementsprechend seid bitte ganz fleißig auch dabei, immer in die Tasten zu hauen und eure Fragen zu stellen, eure Chats. Wir haben eine Chatfunktion unten, beziehungsweise eben auch eine Frage- und Antwortmöglichkeit, in der immer gerne Fragen gestellt werden können. Und dementsprechend dann eben auch die jeweiligen Teilnehmer, beziehungsweise eben auch Gastgeber sehen können und wir im Anschluss dann auch direkt die Fragen auch direkt beantworten. Weiß ich, Hendrik oder Ernst, möchtet ihr noch kurz 1, 2 Sätze zu euch sagen? Ich denke mal, der Großteil wird euch beide schon kennen, aber man weiß ja nie. Ja, ich sage gerne ein paar Sätze. Ich hoffe, man versteht mich gut. Wie gesagt, mein Name ist Henrik Gockel. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Primetime Fitness hier in Frankfurt am Main. Ihr seht, ich habe hinter sitze in unserem Konferenzraum, ist im Hintergrund ein Blick aus unserem Main Tower Club. Ich habe hier noch zu meiner Rechten und Linken, die seht ihr im Moment nicht, den Markus Schneider, das ist unser operativer Chef, der alles macht, was quasi die Umsetzung ist, technische Umsetzung in den Clubs. Und zu meiner Linken den Micha Schinke. Wie gesagt, beide im Social Distance von mindestens 2 Metern. Ich würde, weil es vielleicht dann Detailfragen gibt, weil ich bin ja, habe das Glück, dass ich da kompetente Mitarbeiter mit mir habe, die dann eben um Details, wenn es zum Beispiel geht, wie machen wir jetzt Trainingspläne für die Kunden, für das Heimtraining, wie machen wir Online-Sessions, solche Sachen. Da können der Markus und der Micha auch Detailsachen beantworten, bis hin, welches Mikrofon benutzen wir dafür. Also es gibt ja vielleicht viele Detailsachen, die man auch wissen möchte, die wir auch gerne noch im Nachgang beantworten. Und dafür sind die beiden auch noch da, sozusagen, dass wir hier zu dritt, denke ich mal, Auskunft aus der Praxis geben können. Super, vielen Dank. Ernst, möchtest du noch irgendwie 1, 2 Sätze zu dir verlieren? Hörst du mich? Ja, ich glaube. Datenschutz, Arbeitsrecht und allgemeines Vertragsrecht sind so die Sachen, die, wo die Inhaber von Fitnessstudios, wo denen der Schuh drückt. Und das ist das tägliche Brot auch. Super, vielen Dank. Am Anfang gab es einen kurzen kleinen Haker mit dem Internet. Ernst Stielke ist Rechtsanwalt beim DSSV, beziehungsweise selbstständiger Rechtsanwalt und intensiver Berater des DSSV. Ich glaube, das ist am Anfang ein bisschen abgehakt gewesen. Den zweiten Teil hat man jedoch gehört. ich übernehme dann wieder und gehe dementsprechend gleich in der Präsentation weiter. Das heißt, es ist 11.05 Uhr. Ich denke, ich sehe auch in der Teilnehmerzahl, wir sind relativ viele. Von da aus würde ich dementsprechend direkt einstarten. Die 3 Gastgeber habt ihr dementsprechend jetzt alle schon mal kennengelernt. Dementsprechend würde ich kurz durch die Agenda gehen, einfach nochmal, um den heutigen Wissensstand zu besprechen, beziehungsweise dementsprechend anschließend dann eben, wie gesagt, an Hendrik weiterzugeben, der einfach uns ein wenig über die Strategien zur Handhabung, auch dementsprechend mit dem Best-Practice-Beispiel einfach zeigt, wie kann man die aktuelle Situation vielleicht zu einem Art Vorteil sogar nutzen, um neue Perspektiven seines eigenen Geschäfts dementsprechend einfach auch nochmal ja, zum Vorteil rauszubringen. Das Gleiche ist dementsprechend auch einfach, dass man Lösungen für schnelle Hilfe einfach haben kann. Inwieweit kann ich die Situation nutzen, um einfach meinen Online-Part auszuarbeiten bzw. auszubauen?
Und im Anschluss geht dann nochmal Ernst Stielke auf die rechtlichen Rahmenbedingungen ein, beziehungsweise gibt auch Beispiele aus seinem Alltag. Da haben wir vorher kurz drüber gesprochen, beziehungsweise auch gemeint, dass er die Situation, die er einfach in den letzten 2, 2,5 Wochen oft mitbekommen hat, wie viele Fragen gestellt wurden etc., dass man da einfach auch darauf eingehen kann, inwieweit das dann auch für uns alle wirklich ein ganz, ganz wichtiger und interessanter Punkt ist. Was ist bisher bekannt? Leider sind immer noch alle Anlagen geschlossen und ehrlich gesagt, ich denke, es ist auch noch auf unbestimmte Zeit. Ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung kommenden Dienstag ein Update vergeben wird, dadurch, dass erstmal bis 1. April die Frist gesetzt wurde. Aufgrund der aktuellen Lage können wir allerdings, denke ich mal, alle davon ausgehen, dass wir erstmal geschlossen bleiben müssen, beziehungsweise, wie wir alle sehen, erstmal im Homeoffice bleiben. Der Großteil, und ich denke mal, das können auch alle Teilnehmenden online wie auch dementsprechend jetzt tatsächlich als Gastgeber sehen, dass wir alle irgendwie nach Alternativen bzw. Lösungen suchen wollen, weil die Mitglieder einfach fit bleiben wollen, weil wir im Endeffekt auf der einen Seite als Betreiber, aber eben auch als Mitglieder irgendwie trotzdem die Verbindung behalten müssen. Auf Betreiberseite einfach, um den Kontakt weiterhin anzubieten, beziehungsweise einfach auch schlichtweg die Möglichkeit zu geben, hey, wir sind weiterhin für euch da. Das ist so eine Art Kündigungsprävention in meiner Hinsicht, beziehungsweise in meinem Empfinden. Und trotzdem aber auch einfach den Service weiterbieten, für warum die Mitglieder uns ausgesucht haben. Es ist immer wichtig, dass das Mitglied weiterhin das Gefühl hat, hey, mein Trainer, mein Studio, aber eben auch einfach nur mein Studio insgesamt ist weiterhin für mich da, es kümmert sich weiter um mich. Und ich habe trotzdem Möglichkeiten, weiterhin fit zu bleiben. Und ich denke, das ist aber auch ein Vorteil, den die ganze Branche momentan wirklich sehr, sehr intensiv erlebt bzw. fühlt, dass man, dass eine sehr, sehr hohe Solidarität einfach dargestellt wird. Nicht nur innerhalb der Branche, der Inhaber bzw. Trainer. Da gibt es ja beispielsweise diesen Hashtag Stay Strong, der auch mit dem DSSV bzw. mit Body Media sehr, sehr stark, ja, gelebt wird auch schon, aber auch innerhalb der jeweils, sage ich mal, Kombination zwischen Mitglied und Studio, dass viele einfach sagen, nö, ich möchte meinen Vertrag einfach nicht stilllegen, weil ich weiß, dass ich mein Studio unterstützen möchte. Es sind schlichtweg Einnahmequellen. Und es ist auch, und da gibt es relativ viele Übersichten mittlerweile auch, da kann wahrscheinlich Ernst dementsprechend heute im späteren Zeitpunkt nochmal drauf eingehen, mittlerweile sehr, sehr viele Unterstützungen, die von Bund und Länder zugesagt wurden, oft auch ohne gewisse Restriktionen, einfach beziehungsweise ohne Einkommens- beziehungsweise Sparprüfungen, dass eine relativ schnelle Hilfe stattfindet. Die Frage ist natürlich, was sind die Phasen des Covid-19, beziehungsweise inwieweit ist es einfach, dass wir innerhalb der Geschäfte auch schauen müssen, wo befinden wir uns momentan. Ich denke, dass eine Phase haben wir glücklicherweise schon hinter uns. Das ist im Endeffekt die Bedenkenphase, wo wir einfach nicht ganz nachvollziehen können, was kommt da auf uns zu. Jeden Tag kommen neue Informationen auf uns zu, welche Maßnahmen werden jetzt in Zukunft ergriffen. Plötzlich sind alle Anlagen geschlossen und was passiert mit unseren Mitgliedern? Keiner wusste, wo es tatsächlich eben hingeht. Die zweite Zeile habe ich eher so formuliert von Mitgliederseite. Wie bleibe ich in Form? Wie mache ich weiterhin meinen Workout? Was mache ich, dass ich im Sommer trotzdem gut aussehe? Und für uns alle galt natürlich am Anfang, oh mein Gott, wir brauchen unbedingt Toilettenpapier. Die zweite Phase ist eher das Akzeptieren und das Anpassen. Das ist dementsprechend also nachdem die ersten Maßnahmen schon ergriffen wurden in Bezug auf jeder arbeitet von zu Hause, Studios werden geschlossen und wir sind uns alle im Endeffekt nicht ganz sicher, ob das jemals wieder besser wird. Ist da überhaupt ein Ende in Sicht? Wann kommt dieses Ende? Aber trotzdem müssen wir schauen, wie bleiben wir produktiv und wie geht es überhaupt weiter? Die Mitglieder denken sich mittlerweile langsam, ach, Arbeiten von zu Hause ist ziemlich langweilig und alle denken, oh mein Gott, was mache ich mit dem ganzen Toilettenpapier? Vorbereitung insgesamt ist, denke ich mal, die Phase, in der wir einfach nach und nach sehen, es werden täglich weniger Infektionen und es ist langsam ein Ende in Sicht, beziehungsweise man kann auch langsam abschätzen, inwieweit die wirtschaftlichen Folgen tatsächlich für Klein-, Mittel- und Großbetriebe absehbar sind.
die Studiobetreiber und Personal Trainer, allgemein Mitarbeiter wissen langsam, okay, die Anlage ist wieder offen. Es ist langsam Hoffnung wieder am Horizont und das Geschäft zieht langsam an. Das heißt, man muss dementsprechend auch eventuell sogar neue Leute einstellen, um diesen ganzen Ansturm auch wieder Herr zu werden. Die Arbeitslosigkeit ist wahrscheinlich gestiegen, kann ich mir bis dahin vorstellen. Deswegen muss dann jeder Unternehmer bzw. Unternehmerin auch schauen, wie gehe ich mit diesem ganzen Ansturm von Bewerbern dementsprechend jetzt auch nachhaltig um. Was uns dann in die letzte Phase des Nutzens führt, einfach um das Gelernte in die Handlung umzusetzen bzw. auch Strategien so aufzubauen, dass wir einfach wissen, wie haben wir jetzt eine Anpassung der Realität nach dem Covid-19, nach dem Coronavirus und müssen schauen, ist es ein wirtschaftlicher Wachstum möglich? Inwieweit ist ein vielleicht Art goldener 20er Aufruhr wieder möglich? Oder ist die Wirtschaft bzw. die Volkswirtschaft einfach so zerstört, dass man neue Wege finden muss? Allerdings ist es sicher, die Kunden, die kommen, beziehungsweise die Kunden, die wieder trainieren gehen möchten, die werden auf jeden Fall da sein. Und das werden hoffentlich sogar mehr als davor, einfach weil sie in den Wochen, in denen sie zu Hause waren, gemerkt haben, ich habe mich viel zu wenig bewegt, ich muss jetzt wieder was tun. Das ist vielleicht wieder so eine Art Neujahrsmotivation, die wir vor 3-4 Monaten schon mal hatten. Das wäre natürlich die beste Situation beziehungsweise beste Ausgangslage. Dafür müssen die Strategien am besten in den nächsten Wochen schon geplant und strukturiert werden und wir müssen dementsprechend auch schauen, was passiert, wenn diese Situation wieder stattfinden würde. Das heißt, wir müssen unsere Unternehmensstrategie, wir müssen Situationen, die momentan einfach auf uns zukommen, für die Zukunft besser vorbereiten. Meinem Empfinden nach, und ich denke, dass teilen sich dementsprechend auch viele Experten, aber auch die Teilnehmer hier im Raum, befinden wir uns zwischen Bedenken und Akzeptieren, also zwischen der dunkelorangen und der etwas helleren, orangeren Phase, also zwischen 1 und 2, dass wir einfach noch im Endeffekt momentan alle eher im Homeoffice beziehungsweise im Isolierten, wie Hendrik vorhin schon so schön gesagt hat, Social Distancing befinden und trotzdem irgendwie schauen, wie sind wir weiterhin produktiv, wie finden wir die Möglichkeiten, um trotzdem das Beste aus der Situation zu machen. Und ich denke, natürlich sind es schwierige Situationen, es sind schwierige Phasen, in denen wir uns momentan befinden. Allerdings bestehen da auch tatsächlich Chancen aus der Corona-Zeit. Und das haben wir im Unternehmen gemacht und es haben auch schon viele mit den Inhabern, mit denen ich gesprochen habe, tatsächlich machen können. Einfach einen Schritt zurückgehen und die Gesamtsituation innerhalb meines, ich sage es mal, Wirkungskreises einfach neu betrachten und vielleicht schauen, wie nutze ich meine Zeit sinnvoll. Viele Studiobetreiber nutzen die Zeit, um beispielsweise ihre Homepage neu zu gestalten, nutzen die Möglichkeit, um Renovierungen im Studio vorzunehmen, ob das jetzt eine Wand streichen ist oder ob es den Empfangscounter neu gestalten. Allgemein habe ich eine gute Außenwirkung. Wie kann ich mich vorbereiten auf den, ich nenne es mal, Ansturm danach, um so gut wie möglich und um so attraktiv wie möglich einfach neue Mitglieder dann auch wieder zu generieren. Ist die Strategie des Unternehmens momentan noch zeitgemäß? Bin ich digital so aufgestellt, dass es mir in Zukunft auch was bringt? Das sind alles Punkte, die wir momentan in der Corona-Krise, denke ich mal, als positiven Wert sehen können, um die Zeit, die bis jetzt eben liegen geblieben ist, wo wir uns um andere Sachen gekümmert haben, jetzt nutzen können, um zu schauen, wie organisiere ich mich? Wie organisiere ich auch die Zeit in der Einführungsphase der neuen Mitglieder? Ist das alles sehr alltagsgetreu? Bin ich viel zu viel Fachperson und kann es mit dem Alltagsmitglied gar nicht richtig aufnehmen, weil ich da unterschiedliche Sprachen spreche? Die Zeit, meine Kollegen, also am Anfang, im Backoffice, aber auch vorne auf der Fläche die Trainer fortzubilden, ist jetzt die ideale Möglichkeit. Das heißt, wir haben wirklich die Zeit, jetzt das zu machen, wo bisher nicht die Zeit gewesen ist. Ich kann mich selber weiterbilden, ich kann meine Kollegen weiterbilden. Nutzen wir diese ganze Situation, diese Krise, wie sie oft auch genannt wird, um gemeinsam, aber auch individuell einfach gestärkt daraus zu gehen. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich sehr froh bin, dass Henry Gockel heute da ist, um einfach aus der Praxis berichten zu können, wie er das Ganze denn jeden Tag macht, beziehungsweise mit seinen Kollegen einfach wirklich einen erfolgreichen Alltag
daraus kreiert. Ich übergebe das Wort. Danke dir. Danke dir. Herzlichen Dank, Christian. Herzlich willkommen nochmal in die Runde. Ja, ich kann nur eigentlich ein bisschen aus der Praxis erzählen. Ich bin kein Jurist. Ich bin von Haus aus BWLer und jetzt schon seit 30 Jahren in der Fitnessbranche. Denke ich, kenne ich mit dem Fitness ganz gut aus. Alles, was ich sage, ist hier meine persönliche Meinung. Wie versuche ich das mit meinen Kollegen hier im Unternehmen, Kollegen und Kolleginnen umzusetzen? Und ich will vielleicht direkt mal anknüpfen, was Christian gesagt hat, wo wir im Moment sind. Ja, ich denke, wir sind im Moment noch in der Phase, gerade jetzt hier auf den nächsten Ersten hin, jeder Betreiber da draußen, der auch hier in der Runde ist, wir sind eigentlich in einer ganz frühen Phase. Es geht hier um Liquiditätssicherung. Ja, das ist, glaube ich, im Moment das A und O, Liquiditätssicherung. Und das Zweite ist, Mitarbeiter sinnvoll einsetzen. Und da komme ich gleich dazu. Also gehen wir mal zum Thema mit Liquiditätssicherung und da sind auch durchaus ein paar Widersprüche drin, die man irgendwie bewerten muss, ja, weil auf der einen Seite ist jeder, der jetzt dort draußen ist und Mitglieder hat, will natürlich, gehe ich mal davon aus, ich weiß nur, einige ganz große machen das nicht, aber ich gehe mal davon aus in der Runde hier von den Teilnehmern, dass jeder jetzt am ersten Beiträge einziehen wird und zwar so viele, wie es irgendwie geht, ja. Gleichzeitig weiß er auch, dass die Beiträge nicht so hoch sein werden wie üblich, denn zumindest jetzt bei uns, wir haben knapp 15.000 Mitglieder im Verbund, fast 20.000 Mitglieder mit unseren beiden Franchise-Nehmern. Der März ist nur zur Hälfte offen gewesen, seitdem war geschlossen. Das heißt, uns fehlen natürlich Startpakete, Servicepauschalen aus dem März heraus. Gleichzeitig verlieren wir ja jeden Monat auch Mitglieder, weil wir sind in der Großstadt, wir haben viele Mutuationen, also das heißt Mitglieder kündigen, meistens wegen Wegzug, also Umzug, sind raus aus der Stadt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Einbußen haben wir jetzt schon von der Abbuchung. Einmal natürlich, weil das Neugeschäft fehlt und das zweite Mal eventuell durch Pausen, Rücklassschriften. Was haben wir jetzt gemacht? Auch dort hätte man noch Zeit. Wir haben zwei Phasen gemacht. Wir haben ein Video gedreht, persönlich, wo ich eine kleine Ansprache aus den Mitgliedern geschafft habe. Ich weiß, ich habe ein paar andere Videos von Kollegen genommen. Ich habe jetzt nicht unbedingt auf diese Rettungsdings da hier, ihr müsst mich jetzt retten, ja, weil das war jetzt, ging mir ein bisschen zu weit, sondern ich bin eigentlich eher auf diese Zusammenstehen, Unterstützen und natürlich nach dem Motto, Mitarbeiter im Vordergrund, weil ich bin fest überzeugt, die Mitglieder wollen nicht mich retten, ja, als Unternehmer, sondern wollen in erster Linie natürlich auch, weil wir sind jetzt sehr personalintensiv, wir sind so ein bisschen im Premium-Segment, vor allen Dingen geht es denen um ihr Studio und ihr Team vor Ort. Ja. Also die sehen weniger Primetime-Fitness, sondern sehen eher eben, was passiert da vor Ort. Das heißt, da haben wir ein Video gedreht und dann habe ich ein persönliches Mail an alle Mitglieder geschickt, quasi also ein Rundmail geschickt an alle Mitglieder. Ich denke, das war ehrlich, offen, klar formuliert, was Sache ist, dass wir eigentlich ein erfolgreiches Unternehmen sind, dass wir seit 10 Jahren im Markt sind und jedes Jahr einen neuen Club machen konnte und dass das eigentlich gut läuft und jetzt auf einmal, pam, Stecker gezogen, ja. Und durch die Situation so beschreiben, was wir tun, was wir machen, denke ich, ist dann doch einiges an Sympathie und auch Zusammenhalt dorthin gekommen. Ja. Was mir vielleicht nochmal ganz wichtig war, ich habe auch ganz klar gesagt, wenn ich die Mitglieder anpumpe, ist für mich ganz klar, ich darf niemanden entlassen. Ja. Ich komme gleich zum Thema Kurzarbeit, was wir machen, aber keine Entlassung, ja, weil bei uns lief es vorher gut. Ich meine, in jedem Team, das wisst ihr auch, du hast 100% vom Team. Natürlich wäre das jetzt auch eine Gelegenheit, vielleicht sich vom einen oder anderen zu trennen. Aber das gibt unglaubliche Unruhe. Und wenn man das irgendwie macht, muss man das im Laufe machen. Aber das wäre sicher die falsche Gelegenheit, jetzt zu sagen, oh, lass uns mal generell hier aufräumen. Denn dann kann ich meiner Meinung nach nicht durchbringen, dass ich auf die Unterstützung der Mitglieder zähle. Also das heißt, für mich waren ganz zwei Messages wichtig. Einmal zu sagen, wir wollen die Umsätze bzw. die Beiträge hochhalten und auf der anderen Seite wollen wir alle Mitarbeiter, das Team komplett an Bord halten. Das waren so zwei Pole. Jetzt mit den Beiträgen hoch, da habt ihr vielleicht auch schon in der Branche gehört, wir arbeiten da eigentlich auch mit dem gleichen Modell. Wir nennen die Primetime Heroes. Das sind Leute, die einfach sagen, du, Henrik, alles fein oder wer die auch einmal anruft, lass mal stecken.
du kannst weiter abbuchen, ich brauche keine Gegenleistung und das ist alles fein. Ja. Von denen haben wir ungefähr so 30-40%, die sagen, hier ist alles fein, ich stehe zu euch, fertig. Wir haben ungefähr nochmal 30-40%, die sagen, ja, fein, du kannst weiter abbuchen, aber ich will es gerne angehangen haben oder eine andere Gegenleistung. Das kann Personal Training sein, das kann bringen noch ein Mitglied mit, ja, diese Sachen. Wir haben das im Moment auch nicht alle schon direkt einklassifiziert, sondern erstmal mit denen gesprochen und auch sozusagen dort deren Meinung eingeholt. Was ganz wichtig war in diesen Anrufen, also wir gehen sehr stark auf alle Mitglieder anrufen. Also wir haben Mails rausgeschickt, haben das Video rausgeschickt, aber jetzt sitzen hier auch zu Hause, sitzen Mitarbeiter wirklich oder auch hier von Micha, der links 2 Meter von mir entfernt sitzt, sein Team sind Trainer, die rufen wirklich Mitglieder an. Und nach einem festen System, ja, alle Mitglieder durchtelefoniert und mit denen sprechen. Weil ich glaube, gerade jetzt kommt bei uns diese Persönlichkeit zum Tragen, dass ich auch nicht möchte, dass die Mitglieder dann abwandern zu irgendwelchen Aggregaten, also zu großen Unternehmen wie vielleicht Peloton oder irgendetwas oder andere große Plattformen, wo Trainings angeboten werden, sondern dass die eben bei uns bleiben in diesem persönlichen Rahmen. Ja? Das heißt, die Trainer rufen an und da kann nachher vielleicht der Micha Schinke noch was dazu sagen, dass wir denen über das Virtual Gym Plattform Trainings anbieten, also Trainingsprogramme für zu Hause anbieten, die sie dann eben trainieren können. Und dass wir auch noch machen auf unserem YouTube-Kanal Primetime Fitness, könnt ihr mal reinschauen, bieten wir Live-Trainings und gestreamte Trainings an. Also das heißt, jetzt auch zu Christian, Chance, wir haben jetzt Programme umgesetzt, die wir immer mal vorhatten, aber nie geschafft haben. Und jetzt hatten wir die Zeit, das mal umzusetzen. Das ist alles dazu da, den Kontakt zu den Mitgliedern und den Mitgliedern das Gefühl zu haben, dein Studio ist bei dir zu Hause. Und ich denke, da gibt es noch tausende andere Ideen, an denen wir arbeiten, die wir Stück für Stück strukturiert umsetzen. Wie können wir Kontakt zu den Mitgliedern zu Hause aufrechterhalten? Ja. Ich denke auch, da kommen wir schon gleich in die nächste Phase, was auch Christian gesagt hat, wie es geht in der Zukunft. Natürlich muss es unser Ziel sein, diesen At-Home- oder auf Reisen-Trainingskontakt und den Training im Gym, ja, dass wir das auch nach wie vor aufrechterhalten. Also unser großes Ziel ist hier im Team, dass wir natürlich diesen immer über das Smartphone im Kontakt zu unseren Mitgliedern zu sein. Diese Chance wollen wir auch nach der Krise aufrechterhalten. Das heißt, wir sind nicht nur ein physisches Studio, sondern wir sind im Prinzip dort immer über das Smartphone mit unseren Mitgliedern verbunden. Gut, trotzdem bin ich fest überzeugt, da teile ich auch die Meinung von Christian, der Mensch ist also ein soziales Wesen. Ich teile nicht die Angst, ja, wenn die Mitglieder jetzt erstmal alle zu Hause sind, dann kommen die eh nicht mehr ins Studio und haben sich Angst, unter andere Leute zu kommen. Ich vergleiche das immer, der Homecooking-Sendung anschaut, geht trotzdem noch in ein Restaurant. Ja, also, weil die Ausstattung, alles, was wir bieten in den Club, das ist doch ein Profi-Standard. Ich meine, das ist jetzt mal ganz nett, zu Hause zu trainieren, auch ohne Geräte, ohne Hilfsmittel. Aber sorry, das ist eine Notlösung. Ja, also das ist nicht die endgültige Lösung, die wir dort schaffen im Studio. Deswegen, und gleichzeitig muss ich auch sagen, die Atmosphäre im Studio mit anderen Mitgliedern zusammen zu trainieren, das halte ich schon für eine ganz andere Sache. Das heißt, es geht darum, jetzt die Umsätze irgendwie oben zu halten, gleichzeitig die Mitglieder am Ball zu halten und gleichzeitig ihnen natürlich die Vorfreude auf die Reopening zu schaffen, ja, dass es dann wieder losgeht. Der DSSV hat ja ein Schreiben an die Bundeskanzlerin geschickt, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, ich fand das Schreiben persönlich sehr gut. Nicht die große Runde gedreht, hey, wir sind so wichtig und die Volksgesundheit und Sarkophonie und diese ganzen großen Initiativen finde ich auch cool. Im Moment geht es mal um kurzfristige Sachen. Sind wir in der ersten Runde der Openings wieder dabei und unter welchen Bedingungen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt, wenn wir sagen, wir haben einen Kursraum von 200 Quadratmetern und normalerweise sind da 50 Teilnehmer drin, dass das sofort wieder aufgemacht wird. Ich denke, wir werden Auflagen bekommen. Das ist jetzt nicht mein Thema. Ich denke, das ist eine Sache, die Politik entscheiden wird. Aber ich tue auch hier im lokalen Frankfurter politischen Rahmen, habe ich auch das Schreiben weitergeleitet vom DSSV und habe einfach bei der Politik so ein bisschen lanciert, hey, wenn es wieder aufgeht, wann auch immer das ist, ich persönlich denke, Ende April, Anfang Mai wird da was kommen. Das ist aber nur ganz meine persönliche Meinung, kann ich nicht sagen, ob das stimmt.
dann werden wir, dann will ich einfach versuchen, dass wir in der ersten Runde auch unter Auflagen, ob das Hygieneauflagen, Gummihandschuhe, nur so und so viel Trainierende pro Quadratmeter. Also wir sehen das ja jetzt schon in den Einzelhandelsläden, wird das ja gut umgesetzt. Also ich wundere mich, wie diszipliniert die Menschen in Deutschland sind, stehen vom Alnatura oder vom Markt mit 1,52 Metern Abstand, stehen wirklich lange Schlangen, habe ich am Samstag gesehen, als ich mit dem Fahrrad vorbeigefahren bin, wo die wirklich vom Alnatura 20 Meter vor der Tür und dann die nächste Bäckerei und dass die Schlangen sich orientieren, geht es nach rechts, nach links. Ich denke, irgend sowas in der Form werden wir bei der Opening unserer Fitnessstudios auch bekommen. Gut, das ist die Umsatzseite. Komme ich zur Kostenseite. Auch im internationalen Vergleich, war am Freitag in einem Gespräch mit der Ursa, wir können, muss ich ganz klar sagen, wir können dem deutschen Staat recht dankbar sein, was er uns im Moment für Instrumente in die Hand gegeben hat, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Also auch zu Spanien, Italien, USA, Frankreich. Also was die Regierung da an Firepower, auch die ohne große Anträge läuft und an rechtlichen Möglichkeiten uns Unternehmern gibt im Fitness, ist gut. Wir können froh sein, dass wir Mitglieder haben. Wir haben noch ein bisschen Umsätze, aber natürlich werden die auch über Länge der Krise nach abnehmen. Ich rechne daran, dass wir im April ungefähr noch 60% machen, im Juni vielleicht noch 30-40%, wenn es im Juli, Entschuldigung, Mai 30-40%, im Juli vielleicht noch 20-30%. Und wenn es in den Juli reingeht, dann wird es sicher mau werden und die Mitglieder werden in Anführungszeichen auf, komplett auf Pause sein. Das ist so meine persönliche Prognose, was passieren wird. Muss jeder in seinen Zahlen ein bisschen selber sehen. Was hat die Regierung uns an Firepower gegeben? Muss man ganz klar sagen, Kurzarbeit ist ein starkes Instrument. Wir arbeiten hier mit vielen Mitangestellten. Und ich sage es auch gleich, ich bin, weil ich noch bei der DHPG-Dozent bin, ich bin hier als Geschäftsführer freiberuflich, ja, eigentlich bin ich dadurch nicht persönlich geschützt und habe auch erstmal meine Honorare ausgesetzt hier an das Unternehmen. Versuche jetzt mit meiner Frau zusammen, wie wir da über die Runden kommen, weil es ist wichtig, dass wir natürlich nichts entnehmen, sondern im Prinzip das Ding überleben. Das muss ja auch jeder für sich selber sehen, was hat er da für Möglichkeiten, dass er möglichst viel Geld im Unternehmen lässt. Ich habe alle meine Festangestellten die Einwilligung bekommen, bis zu 100% Kurzarbeit. Und wir haben eine klare Liste gegeben, das hat der Micha Schinke zu meiner Linken gemacht, welche Mitarbeiter auf jeden Fall im April auf 100% Kurzarbeit sind. Ja, das heißt, diese Mitarbeiter haben für uns Pause im April. Ich denke an, wir haben insgesamt im System haben wir 150, bei uns selber mit den Franchise-Nehmern bei Primetime 120 Mitarbeiter. Ich gehe davon aus, dass wir ungefähr 80 Mitarbeiter auf 100% Kurzarbeit haben. Gut, das wisst ihr auch. Der Staat übernimmt dann die Kosten, die kriegen diese 60%. Ich will nicht im Detail eingehen, ob diese 60% jetzt reichen, ob das gut ist, da wird es Härtefälle geben. Aber ich sage den Mitarbeitern auch klar, nutzt wieder eure Möglichkeiten, das geht wieder euer Vermieter. Das ist genauso im privaten wie im gewerblichen Recht. Mag mich der Kollege nachher korrigieren. So wie ich es erfahren habe, ist es so, dass wir bis 30. Juni, theoretisch, wenn wir mit Mietzahlung in Verzug kommen, nicht sozusagen die Kündigungsregeln aus dem Mietvertrag gelten, sondern das übergeordnete Recht. Und dass wir quasi erst nach dem 30. Juni wieder volle Miete bezahlen müssen und dann 2 Jahre Zeit haben, zu ca. 4% Zins zurzeit, das auszugleichen. Ja? Das ist ein Instrument, was wir sofort nutzen können. Passt aber einfach auf, wenn ihr dem Vermieter gar nichts bezahlt, beispielsweise, oder auch die Mitarbeiter, die nur 60% kommen, also ich würde es auch nicht übertreiben, denn irgendwie ein Vermieter merkt sich das auch, ihr bringt den auch in Schwierigkeiten. Also wir haben zum Beispiel, wir haben eine Betriebswohnung in München, die gehört einer Privatperson und das ist nicht so teuer. Soll ich da wegen, weiß ich, 1.000 Euro plötzlich jetzt da nicht mehr zahlen? Da muss man auch echt abwägen und auch sozusagen ins Gespräch kommen. Aber was ich sagen möchte, man muss auch seine Mitarbeiter ins Boot holen, die jetzt auf 100%, dann nicht zu sagen, super, ich habe Ferien zu Hause, sondern sorry, du musst auch deine Kosten drücken. Ja, also das ist Miete, Autoleasing, sonst irgendwas. Das Gleiche, was wir im Großen machen als Betreiber, muss jetzt jeder Einzelne, der betroffen ist, weil er unter Kurzarbeit ist, muss er auch machen. So hart und brutal das klingt, so ist es. Ja. Und gut, also diese Kurzarbeit ist eine Geschichte. Dann, was ich vielleicht noch auch da sagen will, gegen Ende des Monats ist es so, ich habe gesagt, circa von 120 Mitarbeitern 80 in Kurzarbeit.
40 noch in irgendeiner Form an Bord. Ich mache es persönlich so, dass ich jetzt noch nicht gesagt habe, wie viel Kurzarbeit, sondern wir fahren jetzt ein bisschen wie unsere Virtual-Programme, wie unsere Renovationsarbeiten, wie das alles läuft. Und wir machen dann eine Abschätzung, weil wir müssen ja erst gegen Ende des Monats melden, wie viel Prozent Kurzarbeit wer gemacht hat oder das Unternehmen gemacht hat. Alle haben den Zettel unterschrieben. Und dann melden wir im Prinzip, wie viel Kurzarbeit angefallen ist. Wir müssen es also so auslegen. Die Bank hat uns signalisiert, wenn da Geld fehlen würde, würden sie vorschießen. Und dann bekommen wir es irgendwann mal im Mai hoffentlich von der Agentur für Arbeit wieder zurück. Aber vielleicht hat hier auch mein Kollege dort noch genauere Auskünfte, wie sowas funktioniert. Ist ja auch für uns alle ein bisschen neu. Dann sind wir beim Personalkosten, macht bei uns 40%, Riesenblock. Dann ist der schon mal abgehandelt. Über Miete habe ich schon gesprochen. Ich habe alle Vermieter mit einem persönlichen Schreiben angeschrieben, auch wirklich 1,5 Seiten, auch ein paar persönliche Geschichten, wie lange ich schon in dem Club bin, was wir gemacht haben, was wir zusammen erlebt haben. Vielleicht Sie erinnern sich noch an die Öffnungsfeier. Also ich finde immer so 3 Zeiler, so rein juristendeutsch, ich zahle ab sofort meine Miete nicht mehr, weil ich kriege keine Einnahmen. Nehmen Sie das zur Kenntnis, finde ich nicht in Ordnung. Ja, sondern ich habe quasi da persönlich was geschrieben an die. Und die Reaktionen sind natürlich unterschiedlich. Also es gibt welche, die sagen, hier gar kein Thema. Interessanterweise, ich dachte beim Privaten, die sagen, ja, das geht jetzt gar nicht, ich brauche das Geld. Ein Privater zum Beispiel aus München, der hat gleich geschrieben, hier mit gleichem Zettel geschrieben, 3 Monate, gar kein Thema, passt, geht. Auch ein großer Institutioneller und die anderen waren irgendwo dazwischen. Lass uns mal reden, wie sieht es denn genau aus? Aber es war jetzt keiner, der mir aggressiv zurückgeschrieben hat und gesagt hat, hier geht gar nicht, sondern also ich habe auch mit ein paar telefoniert, die sagen, gerade die Größeren, die kriegen am Tag 30, 40 solche Anschreiben von Mietern. Seid auch keine falsche Scheu, ihr seid da nicht alleine. Also alle haben im Moment die gleichen Probleme. Dann hätten wir den zweiten großen Block, Miete. Wichtig ist vielleicht zu bedenken, Kurzarbeit, Mitarbeiter, das ist weg, diese Kosten. Ja, wenn die Mitarbeiter, die 80 Mitarbeiter 100% den Monat April, Mai nicht arbeiten, müsst ihr das nicht nachbezahlen. Das ist wirklich in Anführungszeichen gespart. Ja? Miete müsst ihr irgendwann mal nachbezahlen. Das stellt sich die Frage, wie viel. Wenn euch einer das erlässt, ist gut. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, das ist nicht in meinem Plan drin, sondern wir müssen es später aufholen. Ja? Dann haben wir noch das Weitere, was bei uns groß ist, Leasing und Tilgung. Ja, die sitzen selber ein bisschen in der Falle und die großen Leasinggesellschaften haben sich im Verband zusammengeschlossen. Also die können im Moment auch nichts dagegen machen, wenn wir nicht zahlen. Sie sitzen aber, haben selber damit Schwierigkeiten und reden wieder mit Banken. Vielleicht noch die weitere Geschichte und dann bin ich eigentlich sozusagen mit den Maßnahmen durch. Natürlich gucken wir auch nach KfW, nach diesen ganzen Sachen. Aber da sage ich auch, das ist Verwaltungsarbeit. Unsere Hausbank hier, wir sind bei der Sparkasse, die tut sich auch noch, die wissen zu wenig, was passiert. Und wer vielleicht die Fernsehsachen verfolgt, ein bisschen die seriösen in ARD und ZDF, diese Talkrunden, ist diese ganze Sache mit Krediten, Zuschüssen, einmal, das Geld muss jetzt runterfließen. Also darüber, ich würde jetzt kurzfristig erstmal schauen, dass wir über diese Liquiditätsmaßnahmen mit Mitgliedsbeiträge hoch, Personalkosten über Kurzarbeit runter, Mietzahlung runter, und Leasing und Tilgung runter, das sind für mich die großen Instrumente. Dann sind sozusagen Rest ist dann in Anführungszeichen Kleinkram. Natürlich bin ich froh, dass wir auch keine GEMA zahlen müssen, aber sorry, das macht zumindest bei uns jetzt nicht so die riesige Geschichte aus. Vielleicht noch eine Sache, ich habe relativ viele duale Studenten, weil ihr wisst das vielleicht, ich bin auch Dozent bei der DHFBG. Und was ich mache, ich zahle weiter die DHFBG-Gebühren. Und zwinge, in Anführungszeichen zwinge, motiviere meine Mitarbeiter, dort das Studium jetzt zu nutzen, wenn sie zu Hause sitzen, Bachelor-Thesen schreiben, Hausarbeiten schreiben, Kurse vorbereiten. Ich meine, die sitzen jetzt 4 Wochen mal mindestens zu Hause. Hey, macht was Nützliches draus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Krise zeigt sich immer, wer Gas gibt und motiviert ist und wer den Kopf in den Sand steckt und sich denkt, oh Gott, hat alles sowieso keinen Zweck. Die Welt wird sich weiter drehen. Ich denke, sie wird sich auch mit uns weiter drehen. Und da erwarte ich auch von Mitarbeitern, dass sie jetzt Dinge, Projekte wie Fortbildung, wie Studium, Master, Bachelor, solche Sachen jetzt vorantreiben. Das ist eigentlich so ein kurzer Ablauf dazu. Vielleicht will ich jetzt mal dann stoppen. Nachher würde ich gerne nochmal, Christian, wenn du eventuell technisch nochmal hier an Markus und Micha weiterleitest,
wie wir diese Home-Trainingsprogramme mit Virtual Gym machen. Das würde ich vielleicht noch mal im Anschluss, wenn mein Kollege gesprochen hat, dass wir da noch mal drauf eingehen können, wenn Interesse daran besteht. Also wir haben sogar schon eine Frage dazu bekommen, in der gefragt wird, wie du denn dein Training sozusagen momentan bietest beziehungsweise weiter kommunizierst und wie auch dann das Ganze von den Mitgliedern angenommen wird. Okay, dann hole ich gerade mal, ich wechsle den Sitz, Social Distance, und der Micha kommt und kann die Frage machen. Vielen Dank, Herr Micha, freut mich. Freut mich auch. So, die Frage nochmal kurz. Die Frage ist von einem Studium. Und ist, wie weit in euer Gym momentan das ganz Wichtigste im Endeffekt, wie es denn angenommen wird von euren Mitgliedern? Also ich habe die Frage jetzt, war ein bisschen abgehakt, aber wie es gemacht wurde, genau. Also wir haben die Leute natürlich angerufen und erstmal nach Feedback gefragt, wie sie zurechtkommen in der aktuellen Situation. Erstmal ein offenes Ohr geboten, weil die persönliche Not ist bei uns natürlich essentiell. Das heißt also, wir haben sie dann auch gefragt, wie sie praktisch auch das Training jetzt gestalten wollen. Fragen sie natürlich erstmal nach einer Anamnese, Ziele, Einschränkungen, haben sie Equipment, das wir natürlich benutzen können, und schreiben denen dann einen individuellen Plan auf der Plattform von Virtual Gym und legen sie dann da praktisch an und schicken dann praktisch einen individuellen Plan per E-Mail ihnen zu. Dazu haben wir praktisch die App und dann können sie praktisch ihren Trainingsplan über die App jederzeit abrufen mit den genannten Videos, die wir praktisch auch hergestellt haben. Das Feedback ist durch die Bank weg absolut positiv. Also diese persönliche Note, die wir praktisch mit einbringen, das kommt super gut an, dass wir ein offenes Ohr immer haben und dass wir praktisch diese Betreuung, trotz dass unsere Clubs geschlossen sind, hochhalten, ist, wie gesagt, durch die Bank weg absolut, absolut positiv. Hast du da nochmal irgendwie ein, zwei Beispiele, was ihr da für Pläne verwendet habt? Also wir haben ja keine, also wir machen praktisch Ganzkörper meistens, ohne Equipment. Das ist so Ziel, praktisch, wir nehmen das praktisch mit auf, was die Leute zu Hause haben, sei es jetzt ein Boseball, sei es ein Miniband. Aber da es individuelle Pläne sind, gibt es jetzt keine Richtlinie. Die einzige Richtlinie soll natürlich immer ein Ganzkörperplan sein. Und anhand der Anamnese, die praktisch die Person auch mitbringt, das heißt also, sind irgendwelche Einschränkungen, sind irgendwelche individuellen Ziele jetzt auch Richtung Wettkämpfe, die jetzt vielleicht noch anstehen, oder eben Healthcare-Leute, die praktisch an Einschränkungen zu arbeiten haben, dann nehmen wir das alles mit auf. Okay, ja, cool, vielen Dank, nett von dir. Ja, also ist nochmal wichtig zu sagen, die Trainer, die haben wir ja vor Ort, das heißt also, die Expertise, die ist ja, die haben wir ja. Und praktisch das nutzen wir praktisch auch für unsere Mitglieder da, praktisch die Betreuung hochzuhalten. Das heißt, die Trainer sind auch trotzdem weiterhin dann auch als, sage ich mal, Ansprechpartner für die Mitglieder vor Ort. Hundertprozentig, exakt, genau. Okay, super. Cool, vielen Dank. Gerne, gerne. Dann würde ich dementsprechend direkt an den Ernst Stielke weitergeben. Wie es der Hendrik schon angekündigt hatte, hat er ja sozusagen unseren rechtlichen Kopf und hat dementsprechend auch wirklich in Bezug auf Kurzarbeit, aber auch Mietverträge, aber auch insgesamt, denke ich mal, die besten Informationen, wenn es um rechtliche Rahmenbedingungen geht. Von daher übergebe ich das Wort gerne an dich, Ernst. Ja, gerne. Herr Hendrik hat eigentlich schon alles gesagt. Ich brauche gar nicht mehr viel dazu tragen, denn er hat aus der Praktikersicht die Problemfelder schon dargestellt und auch gesagt, wie die Bedingungen sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, ich fange mal von hinten an, über diese Liquiditätsmittel sprechen, die man jetzt im Blick haben muss, dann geht es natürlich darum, wie kann ich Kosten senken oder Kosten in den Griff kriegen. Und er hat sehr gute Beispiele gebracht, wie man das mit der Miete machen kann und auch machen sollte. Und hat auch die Voraussetzungen gesagt, die die Bundesregierung jetzt gestellt hat. Ich denke, das ist einer der wichtigsten Posten und wichtigsten Schutzgründe, dass man mit den Mietzahlungen jetzt aussetzen kann und das auch nutzen kann, ohne dass es dazu einen Schaden führt, der sonst eben unweigerlich wäre. Ich denke nicht, dass Vermieter Miete nachlassen werden. Vertrag ist Vertrag, aber die Regelungen sind möglich. Die hat der Hendrik auch schon genannt und deswegen wiederhole ich das nicht. Ich denke, das wichtig ist, aber wenn wir gerade bei der Liquidität sind, auch die angebotenen Instrumente der Bundesregierung zu nutzen
Und da muss man unterscheiden zwischen Zuschüssen auf Länderebene bezogen. Jedes Bundesland hat einen sogenannten Schutzschirmtopf gebildet. Die Bundesregierung hat aber auch einen Schutzschirmtopf gebildet. Und die Mittel sind zum Beispiel in Hamburg seit heute verfügbar und in anderen Bundesländern schon seit ein paar Tagen, in Bayern schon fast eine Woche. Und ich denke, das ist der richtige Weg, Gelder zu nehmen, die man nicht zurückzahlen muss, wenn man unter den Bedingungen, die angeboten werden, die Gelder fällt. Die Bedingungen kann man immer auf den Internetseiten der zuständigen Abteilungen oder Ministerien sehen. Und ich glaube, dass die meisten diese Bedingungen erfüllen können. Man hat zum Beispiel 100 bis 200 Millionen vorgesehen in Berlin. Die Anträge, die bis jetzt dort vorgelegt worden sind, gehen auf 300 Millionen, wenn die alle eingepflegt werden und ausgezahlt werden. Also die hatten 100 vorgesehen, hatten Erweiterung 200 gesehen und 300 werden es nach dem jetzigen Stand sein. Und ich denke, viele der Fitnessstudio-Betreiber schleppen sich damit hin, haben das noch gar nicht gemacht, haben noch gar nicht sich darum gekümmert und müssen jetzt schnell in die Spur kommen, diese Anträge zu stellen, weil das bleibt bei allem. Ja, das ist die Unterstützung, die die Regierung gibt, das Handgeld. Und das Kredite ist ein anderes Feld, die zinsgünstig sind, aber die Hausbanken sind oft nicht aufgestellt, wie die Frankfurter Sparkasse. So sind es eben auch andere Volksbanken, die hinter dem Trott hinterherlaufen, aber am Freitag zum Beispiel überhaupt keine Auskünfte geben konnten. Man denkt, versetzt um einen Tag oder so, aber die sind noch relativ unterbelichtet. Das hindert natürlich, weil die Kreditgewährung dauern auch länger. Also die Mittel, dass die fließen, dauern bei den Krediten länger als bei den Zuschüssen. Die Zuschüsse sind relativ schnell. Die ersten Zuschüsse wurden am Freitag schon gezahlt. Aber ich denke, dass auch in dieser Woche schon Zuschüsse fließen können, die jetzt gerade beantragt werden. Also wenn sich einer heute hinsetzt, kann er davon ausgehen, dass er innerhalb von einer Woche vielleicht Zuschussgelder bekommen kann, die er eben frei benutzen kann. Und jetzt komme ich zu dem nächsten Teil, dem Punkt Arbeit. Da hat der Hendrik auch schon eigentlich alles Wesentliche gesagt, wie man es machen könnte. Ich will noch darauf hinweisen, es bleibt jedem Studiobetreiber freigestellt, zum Beispiel die Zuschussmittel auch für Aufstockungen des Kurzarbeitergeldes zu nutzen. Ich glaube, den Schwerpunkt, den der Hendrik gestellt hat, das Wichtigste am Studio, die Mitarbeiter zu erhalten, weil die eben für die Kundenbindung evident sind, ja, ist er, dass er sie jetzt auch weiterhin einsetzt. Das finde ich ganz wichtig. Und das Zweite ist eben, dass man auch in Zukunft diese Bezugsmöglichkeit hat. Ja. Das ist unterschiedlich natürlich bei den verschiedenen Studios. Es gibt Studios, die haben überhaupt keine Trainer mehr da stehen. Die werden darunter anders leiden als jetzt mit einem Studio, was sehr kundenbetreuend tätig ist. Und aber es gibt die Möglichkeit, eben auch bei Kurzarbeit auf 100 zu setzen, ja, vorne in der Erlaubnis des Mitarbeiters. Und ich gehe gleich nochmal auf die rechtlichen Rahmenbedingungen ein, aber ich denke, das Wichtigste ist, die Stimmung zu halten, die Stimmung nach vorne zu bringen. Wir haben neulich schon darüber gesprochen, dass man kreativ sein muss und das hat der Hendrik schön geschildert, wie man das machen kann, wie man das machen sollte. Und wir können bei der Kurzarbeit aufstocken, wir können die Kurzarbeit mischen. Abgerechnet wird am Monatsende. Wenn ein Mitarbeiter 10 Wochenstunden gearbeitet hat, kriegt er dafür normal bezahlt. Also so kann man das auch abfedern. Man kann also auch soziale Rücksicht nehmen. Man kann Mitarbeiter ans Telefon setzen, die Kinder zu versorgen haben und für die Versorgung der Kinder gesichert ist zu Hause, trotz Kitaschließung, trotz Schulschließung. Und wenn das, dann können die ans Telefon gehen und diese Kundenbindung fortführen. Ich denke, da ist der Unternehmer, der Inhaber eines Fitnessstudios auch frei, da zu bewegen und Rücksicht drauf zu nehmen, wem kann ich dafür für mehr Geld sorgen. Ja, wichtig ist das arbeitsrechtliche Problem. Ich habe das so die Nacht der langen Messer genannt, ja, dass man denkt, man könnte jetzt in so einer Krise Mitarbeiter, die man sowieso immer schon rausschmeißen wollte,
leichter rausschmeißen, ist leider nicht im Arbeitsrecht so. Bei Firmen wie von Hendrik, die unter das Kündigungsschutzgesetz fallen, ist das sowieso eingeschränkt. Bei anderen ist immer zu sehen, ich habe die Kündigungsfrist sowieso. Ob der Mitarbeiter, der zum Beispiel diese Zustimmung nicht unterschreibt, ja gut, habe ich auch dafür in den letzten Wochen gesagt, ja, dann muss man eben sagen, du willst nicht, dann bleibt mir nur die betriebsbedingte Kündigung, weil ich werde das nicht länger aushalten können mit dir. Das kann man natürlich mit Mitarbeitern, die man braucht, nicht machen. Also deswegen habe ich meine Zustimmungsformulierung, mein Formblatt, was ich für den DSSV entwickelt habe, auch so als Teamformular gemacht. Das muss natürlich in jeden Arbeitsvertrag beigefügt werden. Aber dass das ganze Team zusammensitzt und das Team darüber spricht und dem Team klar gemacht wird, es geht nur hopp oder top. Und wir brauchen eure Hilfe und eure Unterstützung, damit nachher der Arbeitsplatz erhalten bleibt. Und die meisten haben unterschrieben, aber es gibt eben Fälle, wo nicht unterschrieben worden ist. Dann muss ich eben darauf reagieren. Und im Sinne der Ansprache der Bundeskanzlerin, ja, das ist unsolidarisch. Ja, unsolidarisch verhalten. Verhalten muss natürlich gegeißelt werden gegenüber denen, die solidarisch sind und auf weniger gesetzt sind, auf Diät gesetzt sind. Und das hat der Hendrik auch schon gesagt, was jeder für sich selber tun muss, ist dasselbe, was der Unternehmer tun muss. Und ich denke, dass man muss dann sich überlegen, wie beschäftige ich den, der nicht unterschrieben hat. Denn ich habe ja einen Arbeitsanspruch, weil ich ja das Arbeitsentgelt weiterzahlen muss. Und das sind so die Probleme, die aufgetaucht sind. Arbeitsrecht natürlich, wer jetzt kündigt oder Aufhebungsverträge schließt, für den gibt es kein Kurzarbeitergeld. Das Kurzarbeitergeld ist darauf gerichtet, dass das Arbeitsverhältnis fortgeführt wird oder jedenfalls die Absicht der Fortführung vorliegt. Ich kann natürlich nach der Krise, kann ich trotzdem Leute entlassen, aber ich habe immer die Kündigungsfristen und die sind eben individuell nach § 622 BGB zu sehen und insofern ist da die Flexibilität eingeschränkt. Da gibt es keine Sonderlösung wie jetzt für das Mietrecht oder so etwas. Ja. Das muss man einfach wissen. Also ich habe da nur wenig Spielraum. Okay, jetzt vielleicht erstmal so weit. Super, vielen Dank. Wir haben auch direkt von Peter nochmal eine Rückfrage bekommen. Ich denke mal, das ist eher eine Art, ja, eine Frage bzw. eine Einschätzung von auch gerne euch beiden. Und zwar leitet er eine Kampfsportschule mit intensivem Körperkontakt und die Schüler arbeiten bzw. lernen sehr, sehr viele Selbstverteidigungstechniken. Dementsprechend ist es auch sehr, sehr intensiver Körperkontakt in den jeweiligen Übungen. Und gibt es denn irgendwelche Ideen bzw. von euch Einschätzungen, wie die hygienischen Bedingungen nach oder Maßnahmen sein werden, wenn die Eröffnungen wieder stattfinden werden? Also ich weiß nicht, hört ihr mich? Ja gut, ja. Prima. Also ich würde sagen, ja, gute Frage, Peter. Ich denke aber auch, wenn ich mir eine Kampfsportschule vorstelle, ich war früher mal Judo, habe es nicht so weit gebracht bis Braun, aber deswegen weiß ich so ein bisschen, wie eine Kampfsportschule zumindest mal damals aussah. Ich würde sagen, Peter, überleg doch einfach, ob man die Kurse etwas anders gestaltet. Ja, also ich weiß, beim Judo beispielsweise ist intensiver Körperkontakt notwendig, aber eventuell, das könnte sein, dass das am Anfang nicht so gewünscht ist. Ja, dass man so, also eventuell tut der Staat sogar sagen, ist okay, aber es könnte ja auch sein, dass die Eltern oder auch die Erwachsenen, ich weiß nicht, ob es da um Kinder geht oder um Erwachsene geht, prinzipiell sind es ja eigentlich keine Risikogruppen nach den Klassifizierungen, die wir jetzt gehört haben. Deswegen eigentlich ja relativ unbedenklich. Könnte aber sein, dass die Eltern sagen, du, ich will das jetzt nicht oder ich will kein Risiko eingehen. Ich würde mir hier sicher alternative Trainingsformen vorstellen. Auch ich finde Kampfsport ist ein, also ich bin heute noch, weil ich mal Judo gemacht habe, echt ganz gut. Ich bin mal vor einem Jahr von der Treppe runtergefallen und konnte mich ganz gut abrollen. Also so gewisse Bewegungsmuster. Vielleicht kann man das Training dort alternativ gestalten. Das wäre zumindest mal mein Ansatz, obwohl ich gar kein Fachmann bin. Aber ich würde sicher Trainingsformen finden, die helfen, den sozusagen, wenn du wieder öffnen kannst, dass du einen Betrieb aufrechterhalten oder wieder aufnehmen kannst. Aber vielleicht in einer anderen Form, eben weniger dieses 1:1, sag ich mal, Kampf, sondern oder Übung, sondern eben
auch gewisse Gruppendinge, Bewegungssachen, ist ja viel Stabilität, Sachen, die man vielleicht auch wirklich aus dem Virtual-Gym-Übungskatalog rausnehmen kann, was man den Teilnehmern jetzt beibringt, die ihm später auch im Sport helfen. Die brauchen ja viel Rumpfkraft, viel Stabilität, viele Dinge, die man auch so, viel Koordination, solche Sachen, die man auch so lehren kann, ohne dass man klassisch diesen Kampfsport jetzt dann übt im One-to-One. Er hat es gerade eben nochmal hinzugefügt, es geht bei ihm viel um Kung Fu und sie unterrichten Krav Maga für Kinder und Erwachsene. Also es geht so in die Richtung auf jeden Fall. Gilt aber, glaube ich, genauso, dass man eben auf den Körperkontakt verzichtet, zumindest mal, wenn das so lange das gewünscht ist. Die andere Seite ist wirklich, Kinder, Jugendliche oder so gehören ja weder nicht so stark zur Risikogruppe, aber ich glaube, die Eltern werden auch besorgt sein, deswegen sollte man das auf jeden Fall adressieren. Naja, das Problem ist, dass Kinder natürlich Überträger sein können, ne? Und insofern, wenn die sich jetzt gegenseitig anstecken, mag es für die nicht so problematisch sein. Aber für jemanden wie für mich zum Beispiel, ich bin ein typischer Risikopatient und deswegen habe ich Homeoffice. Und also insofern verstehe ich das. Ich habe aber hier auch 4 Kinder zu betreuen, die jetzt Ferien haben. Und habe also das Problem, sehe das auch mit dem Körperkontakt oder so im Kampfbereich. Ja, es wird ja geschwitzt und so weiter. Es wird direkt Hautkontakt auch hergestellt. Das geht natürlich erstmal nicht. Das ist also so, wie der Henrik schon gesagt hat. Zur Hygiene gibt es Hygienepläne. Wir haben einen Hygieneplan beim DSSV aufgestellt und einer der wenigen Hygienebeauftragten, der also sogar eine Ausbildung dafür hat, ist unser Hauptgeschäftsführer, der Refit. Der ist da topfit. Jeder kann ihn anrufen und fragen, ob er nun Mitglied ist oder nicht Mitglied ist. Der wird die richtigen Auskünfte dafür geben können. Und der ist auch Kampfsportler. Also insofern kann ich nur anraten, da den Kontakt zu suchen und mit dem das vielleicht nochmal fortzusetzen oder auch auf unserer Seite zu gucken, was es da gibt, wenn man DSSV-Mitglied ist. Aber man kann Refit auch kitzeln und sagen, hier, ich bin Kampfsportler, und dann findet man immer den Zugang auch zu ihm, weil er das natürlich von der Pike auf gelernt hat. Ja, soweit zu der Frage noch. Vielen Dank. Eine weitere Frage von Sarah kam gerade noch und die geht tatsächlich an euch beide, in der es darum geht, inwieweit denn ihr eure Trainingspläne, die ihr an die Mitglieder rausschickt, Henrik, sozusagen trotzdem innerhalb der jeweiligen Mitgliedsbeiträge verrechnet, beziehungsweise eben dann an Ernst in zweitem Schritt, inwieweit ist es denn rechtlich möglich, die Mitgliedspreise, dürfen die tatsächlich reduziert werden und trotzdem, wenn man eben weitere Services anbietet? Ja. Vielleicht nur aus meiner Sicht ganz kurz sagen, das ist gar nicht unsere Absicht. Also ich will jetzt nicht sagen, hey, du bekommst jetzt zu Hause einen Virtual Gym Trainingsplan und für der kostet jetzt statt 60 Euro im Monat kostet es jetzt 20 oder 10 oder pro Plan verrechnet. Darüber habe ich ja gar keine Vereinbarung mit dem Mitglied. Ich habe eigentlich eine Vereinbarung mit dem Mitglied, Training bei uns im Studio, da sind gewisse Sachen in der Servicepauschale, in diesen Sachen inkludiert. Wir appellieren eigentlich mit dem Service nur an die Vernunft der Mitglieder, dass sie sagen, und ich gehe halt nach wie vor daraus, die meisten Menschen sind sehr fair und sind soziale Wesen, die bei uns sind. Lasst euch nicht irritieren von einigen Leuten, die plötzlich so, ich sage immer so eine Art Kriegsgewinnler sind, ja, die probieren jetzt eine Situation auszunutzen. Das macht einen vielleicht narrisch. Ich kriege auch, sage ich jetzt mal, ich habe vielleicht 2, 3 Briefe auf dem Tisch, die ich da auch persönlich beantworten muss, die wirklich mich runterziehen, ja, wie Menschen so denken können. Aber die meisten denken ja sehr positiv. Das heißt, wir berechnen nichts dafür, das ist Service. Und natürlich gehen wir davon aus, dass die nachher, weil wir haben ja schon viele Mitglieder, die sagen, du, ich will gar nichts zurück. Eigentlich bezahlen die das für den ganzen Rest. Anders kann man es nicht sagen. Super, danke. Ja, rechtlich gesehen gibt es keine Verrechnungsmöglichkeit. Das hat der Henrik schon richtig gesagt. Ja, ich habe einen Vertrag über das Training im Fitnessstudio. Und das andere ist Kundenbindung. Das andere ist Durchhalten. Das andere ist Stange halten. Und das finde ich wichtig und auch richtig. Aber eine Verrechnung kann es auf rechtlicher Ebene in der Beziehung nicht geben. Und wir haben ja gesagt von Anfang an, dass wir so einen Bittbrief an unsere Mitglieder schreiben.
wie das auch der Henrik vorhin deutlich dargestellt hat, das ist der einzige Weg, um die Kunden zu erhalten und auch die Zahlungen zu erhalten. Ja? Aber du hast eben keinen Anspruch drauf, weil du bist gehindert, das ist höhere Gewalt, du bist gehindert, deine Leistung zur Verfügung zu stellen, und dann ist natürlich der Kunde, das Mitglied gehindert, eben seine Leistung zur Verfügung zu stellen. Und, aber alle haben das gesagt, selbst in der Bild-Zeitung war ein großer Artikel dazu drin. Das ist für mich sonst kein Werbeteil, aber die haben das Problem gesehen und haben dafür gesorgt, dass viele andere das Problem auch gesehen haben. Und dass es ist, richtig ist, das Studio weiter zu unterstützen, die Mitarbeiter weiter zu unterstützen. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz, wie es hier dargestellt worden ist. Danke. Henrik, du hattest jetzt auch gemeint, du würdest gerne nochmal an deine Kollegen rechts und links nochmal für ein Wort weitergeben, wenn nochmal möchte. Genau. Ich würde gerne nochmal vielleicht, dass der Markus, ich habe noch drei ganz kurze Punkte, bevor ich darauf eingehe, nochmal, wo es um Geld geht. Das haben wir bis jetzt gar nicht gesprochen. Also nochmal eine Sache. Ihr seid zurzeit wirklich intensiven Kontakt mit dem Steuerberater, und ihr wisst auch, der ein bisschen Fachkenntnisse hat, kommt beim Steuerberater auch am besten durch. Nicht so, oh mein Gott, hilf mir, sondern mit konkreten Sachen. Ihr müsst im Moment, seid ihr für eine Sozialversicherungspflicht zu zahlen, also die Sozialabgaben, ja, da ist man teilweise befreit, Vorauszahlung kann man zurückholen. Ein Elftel der Mehrwertsteuer, viele von euch haben auch, genauso wie wir, dass sie einen Monat später das abgeben können, hier sind wir auch befreit. Das heißt, wir können uns ein Elftel der Umsatzsteuervorauszahlung vom Finanzamt zurückholen. Wichtiger Punkt ist noch, nicht, dass ich was vergesse, Versicherung. Wir haben mit unserer Versicherung, mit Allianz gesprochen, weil wir zahlen normalerweise jährlich im Voraus und haben die gesagt, wir wollen umstellen auf monatlich. Das war ja gerade im Januar. Dann haben die gesagt, ja, auf monatlich, wir zahlen im Jahr 60.000. Ich glaube, wir kriegen 30.000 oder 40.000 jetzt zurück und zahlen monatlich. Ja? Also denkt an alle Liquiditätsmaßnahmen. Achso, genau. Letzte war Steuervorauszahlung. Ihr zahlt auch Steuern voraus. Ihr werdet dieses Jahr wahrscheinlich keinen Gewinn erwirtschaften, zahlt aber vielleicht noch aus Jahren, wie wir auch, wo wir Gewinne erwirtschaftet haben. Wir müssen im Monat, glaube ich, im Moment, weiß nicht, 20.000 bezahlen, haben wir auch ausgesetzt. Also es gibt viele Dinge, die auch noch die Liquidität schonen, das bitte auch machen. Und ich weiß nicht, wenn du noch einen Kommentar hast, dann würde ich jetzt den Markus auf den Sitz hier holen und er vielleicht nochmal ganz kurz technische Voraussetzungen für Live-Kurse und auch Virtual Gym App, ja, was wir dort machen, und dann könnte er vielleicht nochmal Christian dazu was sagen, weil ich denke, die Mitglieder bei Laune halten ist ganz wichtig im Moment. Vielen Dank soweit. Danke. So, Christian, liebe Teilnehmer, kurzes Wort von meiner Seite auch. Henrik hat es ja schon angekündigt, wir hatten mit den technischen Voraussetzungen gerade eben auch für die Live-Kurse, das war für uns ja auch alles recht schnell und mussten da auch recht schnell agieren, haben da eine Marketingabteilung, die eben mit ja, gut beschäftigt war, da recht schnell was auf die Beine zu stellen, und haben da dann auch in einem Studio sozusagen ein Proforma-Studio eingerichtet, was eben immer noch genutzt wird und für unsere Kurse auch super ist. Also es kommt insgesamt sehr gut an, wie gesagt, gerne auch mal einzusehen auf dem YouTube-Kanal, dass man sich mal ein Bild davon machen kann. Und wie gesagt, das ist ein Grund auch, den Micha schon angesprochen hatte, dass halt viele Mitglieder da weiterhin sich betreut fühlen, und ein relativ schneller Grund auch. Wir hatten halt eine Grundausstattung schon fürs Videodrehen im Marketing, aber stellen das wirklich mit relativ einfachen Mitteln. Also es ist wirklich die Kamera vom Laptop, und dort steht wirklich dann der Laptop auf dem Kasten, und es zeichnet dann sozusagen den Kurs auf, beziehungsweise bringt den Stream auf YouTube. Und es ist natürlich auch ein Mittel, mit dem man recht schnell agieren kann. Das sind natürlich einmal die Live-Sessions, also wir übertragen die Kurse live. Und das Zweite, die technische Voraussetzung, ist, denke ich, in vielen Studios schon gegeben. Ich meine, jedes Studio hat irgendwo ein WLAN, ein Internet, einen Anschluss, dass man die Sachen online bringen kann. Ich denke auch, jedes Studio wird sich natürlich schon mit den Social-Media-Bereichen beschäftigt haben. Also das heißt, ich denke, das sind natürlich Möglichkeiten, die den Unternehmern da zur Verfügung stehen, die auch recht schnell zu realisieren sind, wenn man sich da ein paar Gedanken macht, und denke auch, dass da im Unternehmerkreis auch gerne mal irgendwo bei Fragen oder so Hilfe angeboten wird.
Ja, technische Voraussetzungen jetzt nochmal für WörterGym. Wir hatten schon mit WörterGym Kontakt vor Corona-Krise. Das, sage ich mal, hat uns ein bisschen in die Karten gespielt, dadurch, dass wir da schon gewisse Infrastrukturen geschaffen haben. Infrastruktur, sage ich jetzt mal, eher von den Bereichen, wie wir es aufbauen, also von der internen Verwaltung, dadurch, dass wir ja auch mehrere Studios haben und das Ganze ja dann dementsprechend dann passen soll, auch organisatorisch, dass wir hier von der administrativen Seite dann relativ gut damit arbeiten können. Das hat uns ein bisschen in die Karten gespielt in der Situation. Andererseits, so wie wir es jetzt auch kennengelernt haben, ist da von WörterGym auch ein ganz guter Support da gewesen, der uns da unterstützt hat, um die Sache dann relativ schnell ins Rollen zu bringen, weil wir halt natürlich auch gesagt hatten, wie es Henrik jetzt eben schon meinte, wir müssen den Mitgliedern halt auch was bieten, was gerade eben von unserem Anspruch als Premium-Anbieter eine gewisse Individualisierung ist und jetzt nicht einfach nur ein Proforma-Kurs, der, sage ich mal, für alle 15.000, 20.000 Mitglieder dann zur Verfügung steht. Und ja, technische Voraussetzungen auch hier. Ich denke, jedes Mitglied ist mit dem Smartphone ausgestattet. Also das heißt, die Voraussetzungen bei den Mitgliedern bestehen und WörterGym ist selber auch über den Browser eben aufzusetzen. Das heißt, über den Browser dann auch erreichbar. Von der Seite her ging das auch relativ simpel. Wie gesagt, mit einem Support dann eben auch, der hinten dran steht, ist das ein recht guter und recht schneller Weg dann auch gewesen, da dem Mitglied einen gewissen Mehrwert zu bieten. Und ja, in den heutigen Zeiten natürlich dann ein sehr großer Mehrwert, dadurch, dass halt die Ausgangsbeschränkungen beziehungsweise natürlich Kontaktverbote bestehen, die Studios geschlossen sind. Super, vielen Dank. Gerne. Dann würde ich nochmal den Chat aufrufen, beziehungsweise wenn nochmal Fragen beziehungsweise irgendwelche Rückfragen aufgekommen sind, dann gerne jetzt noch. Wir haben noch ungefähr, wir sind schon 2 Minuten drüber, aber ich würde trotzdem noch eine Minute Zeit geben, falls es nochmal was aufgekommen wäre. Grundsätzlich schon mal herzlichen Dank, dass an euch zwei, Ernst und Henrik, dass ihr euch da die Zeit genommen habt. Das ist wirklich, ich finde, extrem wertvoller Beitrag gewesen und wir haben da schon sehr, sehr viel mitnehmen können. Ich denke, das auch für alle anderen, wir sind jetzt wirklich richtig viele gewesen, sehr viel Wertvolles dabei gewesen ist und das im Alltag sehr, sehr schnell umzusetzen ist. Vielen Dank nochmal. Die Präsentation insgesamt, beziehungsweise die Aufzeichnung und auch, wenn irgendwelche Antworten nochmal möglich sind, werde ich das alles im Nachhinein nochmal an alle E-Mail-Adressen weiterleiten, beziehungsweise als Follow-up-E-Mail formulieren, dass es spätestens morgen, übermorgen auch bei allen Teilnehmern nochmal wirklich im E-Mail-Postfach ist, falls Informationen nochmal da sind. Es kam gerade nochmal von Posten tatsächlich eine Frage rein. Muss ich die Reinigungsfirma weiter bezahlen? Wenn nein, nach welcher Rechtsgrundlage kann ich das formulieren? Ist da irgendwas im BGB zu holen? Also, ja, leider nein. Ernst, wie bitte? Leider nein, es muss weiter bezahlt werden. Es muss Regelungen finden, wie mit dem Vermieter, wie man das macht. Man kann Grundreinigungsaktionen machen und so weiter. Man kann eben auch in den Vertrag gucken, wie lange der noch dauert, wer nicht mitspielt. Habe ich vorhin schon gesagt, beim Arbeitsrecht gibt es nur wenig Möglichkeiten. Dann muss man eben eventuell, was der Vertrag hergibt, man muss in den Vertrag gucken, außerordentlich kündigen oder fristgerecht kündigen und muss sich für die Zukunft eine andere Reinigungsfirma suchen. Andere Möglichkeiten gibt es da leider nicht. Vertrag ist Vertrag. Richtig. Okay. Aber wir haben im Prinzip, weil es ja auch eine Art, der Vertrag läuft ja über Monate, läuft ja auch wieder Ernst, glaube ich, auch ein bisschen wie in diese Art Dauerschuldverhältnis rein. Ja. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt mal 2 Monate oder 3 Monate nicht bezahlen würden, wären die auch unter Druck. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wie wir es gemacht haben, alles, man muss verhandeln und sprechen. Genau. Das ist das Allerwichtigste. Genau. Und wir haben es jetzt mit unserem Reinigungsmann, das hat auch der Markus jetzt hier gemacht, jetzt will ich nicht nochmal wechseln, der hat das alles, der ist ja Operations, der hat das gemacht, ich will nur kurz sagen, was er gemacht hat. Er hat natürlich mit denen gesprochen und wir haben natürlich sie zum Teil in das Maintenance-Team, also dass sie uns helfen, die Clubs zu renovieren und zu sanieren mit Grundreinigung, aber auch mit handwerklichen Sachen. Das kann hingehen, Silikonfugen, diese Sachen. Also wir haben sinnvolle Aufträge an die gegeben, also quasi die Arbeit vom reinen Reinigung dort rübergenommen. Und das andere muss man auch ganz klar sagen, die haben inzwischen auch meistens angestellte Mitarbeiter
und haben auch wiederum diese Kurzarbeitsmöglichkeit, wenn sie das nutzen wollen. Und da haben wir denen auch gesagt, du, hör mal zu, nimm doch auch, wir brauchen nicht alle Reinigungsleute, aber wir einigen uns darauf und du sitzt deine Leute in Kurzarbeit und so finden wir wieder eine Lösung. Ja? Und das lief eigentlich bis jetzt mit allen sehr kooperativ. Das Gefühl, wir lassen sie nicht hängen, wir haben aber auch ein Thema, sie wollen, dass wir weiterleben, sie sollen weiterleben und einfach ihre Struktur hören und manchmal sogar auch vielleicht, weil wir vielleicht als Unternehmer auch vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht mehr Know-how haben, sie auch ein bisschen beraten, was sie machen können, ja, und dann passt das eigentlich. Ja, vielen Dank. Ja, dann nochmal herzlichen Dank. Ich möchte nochmal erwähnen, wir machen dieses Webinar jetzt jeden Montag immer um 11. Das heißt, wenn dementsprechend auch jetzt von den einigen 100, die dabei waren, nächste Woche wieder weitere Fragen stellen möchten, vielleicht weitere Informationen aufgekommen sind, ihr seid immer herzlich eingeladen, es bleibt kostenlos und wir sind dementsprechend auch immer froh, wenn viele Interaktionen stattfinden. Nochmal herzlichen Dank an Ernst und Henrik und dann eine erfolgreiche Woche. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, es war okay für euch. Ah, da bist du noch, ja. Da bin ich noch, genau. Hat Spaß gemacht, glaube ich. Ich glaube auch, oder Micha und Markus, ich glaube, wir haben auch wieder was gelernt. Man lernt immer was. Ja. Super, da freut mich. Also nochmal herzlichen Dank, es hat extrem viel gebracht. Und also ich habe auch, ich denke, da wird auch im Nachhinein noch gutes Feedback kommen. Danke. Und ja, ich werde auf jeden Fall die Präsentation jetzt im Anschluss direkt an dich weiterleiten. Dann hast du die auch nochmal. Perfekt. Und wenn was ist, melde dich gerne. Ja, ich glaube, wenn du irgendwas hast, wenn jemand nochmal praktische Hinweise, gerade von Micha oder Markus, also wir sind sicher immer bereit, auch zu unterstützen, praktische Erfahrungen mitzugeben. Ich denke, ihr unterstützt euch jetzt wirklich, uns wirklich super. Herzlichen Dank dafür. Und dass wir auch da natürlich unseren Teil zurückgeben, sehr gerne. Das ist super lieb, vielen Dank. Bis dann. Guten Nachmittag. Ciao. Danke auch an alle Jungs.